Der Ausbruch der Covid-19-Pandemie löste die größte Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg aus und beschleunigt den technologischen und wirtschaftlichen Strukturwandel in diesem Jahrzehnt enorm. Die sechsjährige Legislaturperiode 2021 bis 2027 entscheidet darüber, wie erfolgreich Oberösterreich im internationalen Standortwettbewerb im Jahr 2030 agiert und damit, wie sich der Wohlstand der Bevölkerung in unserem Land entwickelt. Die oberösterreichische Industrie generiert österreichweit knapp 900.000 Beschäftigungsverhältnisse und ist somit das industrielle Herz sowie der Motor für die Wirtschaft von ganz Österreich. Oberösterreich springt im aktuellen Regional Competitiveness Index, RCI, der Europäischen Kommission für 86 vergleichbare Industrieregionen von Platz 51 auf Platz 34 und macht damit 17 Plätze im Ranking gut. Keine andere Region in dieser Auswertung konnte einen derartigen Positionsgewinn verzeichnen. Oberösterreich kann mit seinen hervorragenden Voraussetzungen besser und schneller aus der Krise herausgehen und bis 2030 in den Kreis der industriellen Spitzenregionen Europas aufsteigen. Ein Ziel, das nur durch konsequente Standortpolitik erreicht werden kann. Die Industriellenvereinigung Oberösterreich hat in ihrem Zukunftsplan für den Industriestandort Oberösterreich 2030 jene Themenbereiche und Maßnahmen definiert, die für die Legislaturperiode 2021 bis 2027 höchste Bedeutung haben. Die Standortpolitik entscheidet letztendlich darüber, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung des Landes in der Zukunft gestaltet. Und dafür gibt es in Oberösterreich auch ein Standortressort, welches unbedingt auch weiterhin zu erhalten ist. Die Standortpolitik entscheidet natürlich auch darüber, ob Unternehmen bleiben oder abwandern. Schlechte Standortpolitik bedeutet, dass Arbeitsplätze verloren gehen, die Arbeitslosigkeit steigt. Aus der Corona-Krise werden jene Länder und Regionen gestärkt hervorgehen, die heute bei der Standortpolitik die richtigen Ansätze verfolgen. Oberösterreich hat dafür die besten Voraussetzungen, um bis 2030 zu den Top 10 Industrieregionen Europas aufschließen zu können. Darüber entscheidet natürlich auch das Programm der Landesregierung in der nächsten Legislaturperiode. Wir haben Menschen, Mitarbeiter, die durch enorme Einsatzbereitschaft, Innovationskraft, gute Bildung und Lösungsorientierung, Klammer auf Hausverstand, Klammer zu, glänzen. Und das sind Weltklasse-Vorteile. Gerade Oberösterreich als das Industrieland Österreich schlechthin hat den größten Mangel an technisch-naturwissenschaftlichen Mitarbeitern und das hat sich durch Corona natürlich verschärft. Also Arbeitszeitverkürzung ist leider genau die falsche Lösung für dieses Problem, das wir derzeit haben. Unsere Struktur ist aber mittlerweile in einem Maße ausgebaut, dass wir de facto ein verstecktes Grundeinkommen bereits haben. Ja, was natürlich dazu führt, dass die Bereitschaft, in den Arbeitsprozess wieder einzusteigen, nicht unbedingt erhöht wird. Darum plädiere ich mehr Netto vom Brutto. Senkung der Lohnnebenkosten. Statistisch gesehen haben wir eine hohe Arbeitslosigkeit. Wenn wir aber ins Detail gehen, sehen wir, dass wir ein Mismatch haben zwischen Qualifikation und letztendlich Angebot. Es ist neben der Exportförderung und neben der Forschungsprämie ist die duale Ausbildung der Eckpunkt, warum wir in Österreich noch so eine hohe Industriequote haben. MINT ist wichtig, weil wir große Themen haben für die Zukunft. Das ist einerseits die Digitalisierung, das andere ist auch der Green Deal. Und damit wir Innovationen schaffen, brauchen wir Mitarbeiter, die die notwendige Ausbildung haben und das ist eben im technischen Umfeld. Wir schaffen es dann im Zuge des ganzen Schulsystems, bis, also wenn ich jetzt die AHS anspreche, bis zur 8. AHS, dass dann die Jugendlichen sagen, na Physik, das ist ganz furchtbar, Mathematik ist ganz furchtbar und da muss irgendwas in diesem Zeitraum passiert sein, dass man so quasi diese Neugierde, die Kinder haben, dass man ihnen die im Schulsystem austreibt.
Und ich glaube, wir sollten diese Fächer viel praxisrelevanter den Kindern zeigen, darstellen, dass sie wissen, warum lernen wir das? Was können wir mit dem Wissen in der Zukunft auch bewirken und machen? Mit ihrer Technologiekompetenz in Automatisierung und Digitalisierung ist die oberösterreichische Industrie global erfolgreich. Diese Stärke muss man sich im intensiven Wettbewerb mit Asien und den USA täglich neu erarbeiten. Die neue Technische Universität ist der stärkste Hebel zur Weiterentwicklung unseres Landes. Sie wird als neuer Leuchtturm die Digitalisierung vorantreiben. Absolventinnen und Absolventen der TU sollen Generalisten der Digitalisierung und digitalen Produktion sein. Experten, die den gesamten Wertschöpfungsprozess gestalten können. Wir brauchen Menschen, die eine Verbindung schaffen zwischen präziser Ingenieurskunst und den Möglichkeiten der Digitalisierung in der industriellen Produktion. Wenn die neue TU das vermitteln kann, dann schafft sie sich damit eine Alleinstellung am Standort. Nachhaltigkeit ist somit auch ein Industriezweig, der Beschäftigung bringt, der Wohlstand bringt. Der andere Aspekt ist die Herausforderungen, die die Industrie hat, also hier einfach nachhaltiger zu produzieren. In der Industrie werden 300 Millionen jährlich investiert in das Thema Nachhaltigkeit. Also das betrifft einerseits umweltschonende Fertigungsverfahren, Energieeffizienz, weniger Emissionen, Kreislaufwirtschaft. Die heimische Industrie ist weltweit führend bei Energie- und Rohstoffeffizienz sowie als Entwickler von innovativen Umwelttechnologien. Damit sind wir auch Vorreiter und Teil der Lösung beim Klimaschutz. Daher fordern wir insbesondere beim Klimaschutz ein Global Level Playing Field, also ein gemeinsames Spielfeld mit weltweit gültigen Regeln. Was es braucht, ist ein europäisches Gesamtkonzept, das Klima, Energie und Wirtschaft vereint. Klimaschutz kann nicht auf Kosten der europäischen Industrie, sondern nur in einer globalen Kraftanstrengung gelingen. Die Elektrifizierung der Mobilität in der Industrie und in der Wärme- und Kälteversorgung führt zu einem stark steigenden Strombedarf. Es ist eine Grundbedingung für die Transformation des Energiesystems, dass diese ausreichend und zu wettbewerbsfähigen Preisen zur Verfügung steht. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, müssen wir die entsprechende Infrastruktur errichten und erhalten. Zudem brauchen wir schnellere Genehmigungsverfahren. Die Fahrzeugindustrie insgesamt in Österreich entspricht ungefähr gut 10% des Bruttonationalprodukts. Das muss man sich vorstellen. Ja. Das ist die prägende Industrie. Und davon ist 55% hier in Oberösterreich. Dementsprechend, glaube ich, ist es extrem wichtig zu erkennen in Österreich, dass die Technologieoffenheit bezüglich der Transformation der Antriebstechnologien, die kommen, immens wichtig ist. Sondern Sie haben Elektromobilität, Sie haben das Thema Wasserstoff, synthetischer Kraftstoff und all diese Dinge erfordern Innovationskraft, Schnelligkeit und Reaktionsfähigkeit und das sind Dinge, die unsere Industrie auszeichnen. Das größte Hemmnis beim Infrastrukturausbau sind zu lange Behördenverfahren. Diese Verzögerungen beeinträchtigen die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Ländern, in denen solche Vorhaben deutlich schneller umgesetzt werden können. Im Schienenverkehr braucht es die Stärkung der für den Güterverkehr so wichtigen Büren-Schober-Achse mit einem neuen Bosruck-Eisenbahntunnel. Auf der Straße haben wiederum die Entlastung des Linzer Zentralraums und der Ausbau der Mühlviertler Schnellstraße bis zur tschechischen Grenze höchste Priorität. Eine negative Zinslandschaft oder Nullzinslandschaft besteht nicht für immer. Nur die Regionen, die sich entsprechend finanziell aufgestellt haben, auch eine entsprechend niedrige Verschuldung aufweisen, werden in Zeiten, in denen sich die Finanzierungssituation ändert, also die Zinsen wieder ansteigen, in der Lage sein,
weiterhin ordentlich zu wirtschaften und Investitionen in die Zukunft tätigen zu können. Nach der Corona-Krise muss das Land auf Bundes- und auf Landesebene wieder zurückkommen zu ausgeglichenen Haushalten. Es müssen unbedingt die Schulden wieder reduziert werden. Dies gelingt über Wachstum, über Innovation, über Bürokratieabbau und über eine entsprechend aufgestellte Verwaltung. Die Digitalisierung ist eine gewaltige Chance zur Verbesserung sämtlicher Prozesse in der öffentlichen Verwaltung. Die oberösterreichische Industrie ist sich ihrer Verantwortung bewusst. Wir fühlen uns dem Land und seiner Bevölkerung eng verbunden und wollen noch stärker dazu beitragen, das in uns gesetzte Vertrauen weiter auszubauen, um das Industrieland Oberösterreich in eine positive Zukunft zu führen. Machen wir Oberösterreich zukunftsfit. Gemeinsam. Gerade jetzt.